Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Spiel. Eine Beta, eine Testphase läuft wieder zu einem aktuellen Spiel gerade und es handelt sich um Paragon. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und wir müssen jetzt hier erstmal die AGBs akzeptieren, wie es aussieht. So, haben wir mal drauf geklickt. Ich freue mich, ich bin übrigens Ank, falls ihr das noch nicht wisst. Und ich freue mich sehr, dass ihr hier auf meinem Kanal gefunden habt. Und wir heute Paragon anspielen werden. Der Bart ist auch nicht alltäglich, der kommt auch irgendwann wieder weg. Genauso wie ich. Nein, ich bleibe höchstwahrscheinlich hier. Das lässt sich irgendwie nicht entfernen. Das ist, glaube ich, das Kernstück der ganzen Nummer hier. Und es ist gerade Freitagabend. Ich hatte eine anstrengende Woche. Aber nun habe ich nochmal eine Stunde nach Arbeit und Essen geschlafen und dachte mir so, hey, jetzt eine Runde Paragon. Das haut die Schnitzel aus dem Brötchen. Oh Gott, das war so unglaublich trocken hervorgesagt. So, willkommen Gründer Paragon Early Access. Wie würdest du dich als Spieler in MOBA-Genre klassifizieren? Ich habe noch nie ein MOBA gespielt. Nein, das ist falsch. Ich habe ein paar Spiele gezockt, aber die Regeln in diesem Genre nie wirklich verstanden. Dann spielst... Dann bist du dumm. Dann bist du definitiv dumm, wenn du das nicht verstanden hast. Dumm! Ja. erfahren, ich habe einige Spiele gezockt und verstehe die Regeln dieses Genres. Ich habe viele Spiele gezockt und verstehe die Regeln und Strategien in diesen... Ja, würde ich sagen. Ich habe nämlich, glaube ich, so einiges angespielt. Wow! Ins Spiel finden. Koop gegen KI. Wählen deine Helden für die erste Partie aus. Oh yeah. Die mag ich. Oh. Die sind alle leicht zu spielen? Das ist ja blöd. Ich gehe davon aus, dass das oben rechts bedeutet, dass die leicht zu spielen sind. Gideon. Was heißt nicht Sterne denn? Ein voller Starterheld. 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 Ja, schwul. Starterhelden, die fallen schon mal weg. Die sehen ein bisschen aus wie Prinzessin Leia. Mit der Frisur so, aber auch egal. Die ist süß. Dann ist das wahrscheinlich die Klasse oder deren Hauptattribut was? Wachstum? Und Spezifikation, Ordnung? Intelligenz, Wut. Rampage. Wachstum und Wut. Muriel, Wachstum und Ordnung. Aber wir werden Hovitzer spielen. Weil ich auch ein Riesenfan von Rocket Raccoon bin. So, was hat er denn? Er hat eine Fähigkeit, tötet und unterstützt die Reduzierung die Wartungszeiten um 20%. Kanone, bam, 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 bam. Gott, was ist los mit mir? Die Stunde Schlaf hat mich fertig gemacht. Fernkampfangriffe, der bei Feinden im Umfeld... Ah, 50 Energieschaden und 10 Flächenschaden verursacht. Lähmungsgranaten feuert 3 Annäherungsbomben in einen Bogen ab. Die explodieren. Ja, das ist schon mal eine sehr coole Eigenschaft. Explosionen sind immer sehr praktisch. Katzen spielen auch wieder verrückt. 50 Energieschaden verursachen und 100 maximal Bewegungsgeschwindigkeit verlangsamen. Cool. Dicke Raketen. Hovitzer verschießt eine Rakete mit großer Reichweite, die in einem Wirkungsbereich 85 Energieschaden verursacht. Ich bin aber durch den Blitz verwirrt und dadurch, dass dahinter nochmal Energieschaden steht. Platziert eine Mine, die nach 5 Sekunden explodiert und alle Feinde und Hovitzer zurückstößt und 50 Energieschaden verursacht. Die Fähigkeit kann erneut aktiviert werden, um früher zu zünden. Lass es regnen. Level 1. Hovitzer fliegt in die Luft und feuert 4 Sekunden lang eine Raketensalve in den Zielbereich, die 450 Energieschaden verursacht. Die letzte Rakete verursacht 50% des Gesamtschadens. Hovitzer kann einen kurzen Richtungsschub auslösen, bevor er zurückkehrt, indem die Bewegungseingabe für diese Richtung gedrückt gehalten wird. Yeah! Lasst uns starten. Team beitreten. Du wirst mit 4 anderen echten Spielern, die ähnlich viel Erfahrung haben, in ein Team gesetzt und gemeinsam müsst ihr gegen ein Team aus 5 KI-kontrollierten Bots antreten. Wenn du mit einem Freund spielen möchtest, dann empfehlen wir dir, zur Startseite zu springen. Dort kannst du dich dann mit ihm zusammen in einer Gruppe anschließen und ihr könnt gemeinsam nach einer Partie suchen. Ich habe keine Frage. Aufgrund der Natur von MOBAs ist ein Spiel nicht... Was? Ist es Spielern nicht möglich, Partien beizutreten, die bereits begonnen haben? Ja, das wäre auch blöd. So, dann mit blablabla betreten wir mal ein Spiel und da Freitagabend... Ja, bitte?
Ich habe keine Freunde. Starte das Spiel, du Sau. Gut, dann leck mich doch Rivi am Fußladen. Gameplay-Tipps. Hä? Ich will... Man kann mit Pits. Wo bin ich? Ah, das bin ich. Mit dem geilen Anzug. So, ich habe gerade noch... Da ja Freitagabend... Fuck! Okay. Bernstein sammeln. Töte feindliche Untertanen und nutze Sammler, um mehr Karten ausrüsten zu können. Okay. Wachstum der Macht. Schalte die Fähigkeiten eines Helden frei und werte sie auf, wenn du im Level aufsteigst. Vorrücken zum Sieg. Zerstöre feindliche Türme und Inhibitoren, um ihren Kern freizulegen. Ja, MOBA-Prinzip halt. Das sind Sammler. Verbündeter Turm. Ah, Inhibitor ist so ein Generator, der wahrscheinlich so ein Energiefeld um den gegnerischen Kern bildet. Aua, verschluckt hart. Au. Au. So, das bin ich. Einsteigen. Starterdeck Assassine, Starterdeck Magier. Assassine. Hauptkugel. Ausrüstung. Oh Gott. Schutztotem des Magiers. Pendel des Fürsten, Schutztotem des Speers. Platziere ein Sichttotem, das 3 Minuten besteht und bleibt. Heiltrank. Ja, Heiltrank ist schon mal gut. Mana-Trank vielleicht auch. Schlüssel des Magiers. Ja. Stab der Härte. Achso, okay. Geht schon los. Wow. Ich will wieder schweben. Okay, da haben wir Befehle. Okay, sprinten können wir auch nicht. Da wurde das getötet. Habe ich keinen Standardangriff? L2 zum Aufwerten gedrückt halten. Okay. Ist das mein einziger Angriff? Uhahaha. Okay. Ja. Okay, L2 gedrückt halten zum Aufleveln. Ich mache alle kalt, ich mache alle kalt. So. Okay, oder auch nicht. Okay, der kann auch nur so sporadisch angreifen. Der sieht gruselig aus.
Okay, ich habe kein Mana mehr. Nimm Schaden, du Sau! Ja! Rotz rein da in die Nummer! Rotz rein der! Ich mach's ja euch alle, alle mach ich hier! Ja? Ich mach's euch! Mit meinen dicken Kanonis! Zauber euch gleich ein paar Zauber für Cannellonis. Boomba! Jawoll! War ich das? Nein, nein, Mann, Berserker war das. Warum war Berserker das? Ich habe die ganze Arbeit gemacht. Nur die Rakete aufgewertet, sehr gut. That bitch ist mir ausgewichen. Wo ist meine Gesundheit eigentlich? Ach, und alles klar. Rotzi, Rotzi, Rotzi. Na, Chica? Stehst du drauf, wenn ich dir dicke Raketen ins Gesicht baller? Ah, R2 kann ich nicht aufwerten. Meine Raketen gerade auch nicht. Das auch nicht. Landmine, lass es regnen. Lass es regnen! Jetzt habe ich keinen Mana mehr für lass es regnen. Boom! In your faces, ihr Schnitches. Na. Sehr gut, level up. Make it rain on them holes, my good life. Na, komm her, Großer. Na, nicht übermütig werden. Nicht übermütig werden. Aua, aua, aua. Ah, geh weg von meinem Turm. Ja. Puh. How to teleport to base? B. Ich hab einen fucking Controller. Was hat mir denn jetzt so viel Schaden zugefügt, bitte? So.
Pendel des Fürsten. Gewöhnlich passiv. Leben. Energieschaden. Okay, das müssen wir später nochmal angucken. Ungenutzte Kartenmacht. Wo steht denn mein Geld und solche Sachen? Early Access in der Entwicklung. Oben steht die Zeit, die noch läuft. Wir müssen uns mal da vorne um den Red kümmern. Nicht genutzte Macht. 4. Okay. Da vorne sind zwei Böse. Okay. Das von A nach B rennen ist ganz schön schleppend. Komm, ich gehe jetzt mal hier durch und dann versuche ich mal da drüben unseren Freund zu helfen. Toll, der tötet den gerade. Dort entstehen die blauen Untertanen. Töte um Mana-Regeneration oder eine Stärke. Oder bla bla bla, okay. Welches Level bin ich eigentlich? Bin ich jetzt 9? Ne, 6. Okay. Der Ultimate war ziemlich geil. Krass, der hat ihn echt erwischt. Und ich habe ihn einfach voll den Rücken freigehalten und ihn voll unterstützt. Ja, ich bin voll der krasse Dude. Sieht er wahrscheinlich ganz anders. Da. Landminen, Kanone. Ah, geht doch. Endlich konnte ich das mal ableveln. Ableveln. Oh. Boah! Ja, ich überlebe das. So. Überlebt, du Opfer. Was bist du denn für ein krasser Engel?
Na, was sagt... Na, fuck! Boah. Ich habe aber lange überlebt. Muss ich zugeben. War eigentlich ganz cool bis an dem Punkt. Okay, halbe Minute brauche ich bis zum Wiederleben. No, nine is coming out. Ah, gut, falsch. Kaffeekanne, Kameramodus wechseln. Ja, ich trinke Milch. Dann uns die Bewegungsgeschwindigkeit verlangsamt. Ja, 1. Okay, der Engel ist schon Level 10. Ah, jetzt kann ich mich hier mal kümmern. Okay, jetzt geht das einfach so. Jetzt geht das so easy. Scheibe des Magiers. Energieschaden. Okay. Keine passenden Karten. Jetzt haben wir hier Karten hinzugefügt, aber ich sehe irgendwie... Ach, Kartenmacht habe ich jetzt alles benutzt, okay. Oh, das sind alle Gegner. Da links sind alle Gegner. Oh, die Gegner sind ja eigentlich auch nur NPCs, oder? Oh, da muss es ja richtig hart sein. Nein! Na? Wow, mein erster Kill! Wow! Oh, mir die wegrasiert, aber sowas von mir. Schön wegballern, die Alten. Was meine Gesocks hier? Wird aus den Socken geballert. Nicht benutzt nur nach 3. Ja. Boah. Okay, Heiltrank ist drin. Au. War das jetzt gut oder schlecht? Na, ich habe doch ziemlich Schmerzen. Hier, nimm mal die Granate. Ah, nicht klar. Stirb. Fußvolk. Schön rumgesteuert, das ganze kleine Gesocks. So, einen Heiltrank drücke ich mir noch rein. So. Woo. Ah, so, mit beiden Analogsticks reindrücken, dann geht's nach Hause. So, Mana Energieschaden. Sammlerschlüssel, die Aufladung werden der Basis wieder auf. Platziere einen Schlüssel des Magiers.
Okay, wir haben noch 3 Karten, macht. Ah! So, jetzt können wir mal gucken. Aufwertung, mehr Energieschaden. Okay, 1 Kartenmacht haben wir noch. Dann düsen wir mal los und töten! Töten! Gehen wir mal da lang, da hinten ist irgendwie Action, sondern ich muss ja mal ganz kurz. So, Action Party, Jackson, Naughty. Fuck. Ja, soll mich hier halt die kleinen Dings sein. Was? Verbindeter Turm zerstört? Wow. Er stand genau da, wo ich ihn erwische. So, das noch mal rein. Woo! 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 Mein zweiter Kill. Yeah! Dass er ganz viel Karten macht. Bitches. Nein! 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 Fuck! Ah, da unten. Ich habe jetzt die Balken verstanden. Der obere ist die Kartenmacht, der untere ist für Dings gedacht. Erfahrungspunkte. Wir sind schon Stufe 11. Landmine, lass es regnen. Eine Nummer mehr. Oh, wir können noch eine Nummer mehr. Die hier. Die muss ich mal ein bisschen besser benutzen. Die R1-Mine. Kartenshop. Mehr Energieschaden. So, haben wir es hier noch? Aufwertung, mehr Leben. So. 3, 2, 1 kann Gugi. Gugi, Gugi. Düss, 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 düss. Ich bin der Zauberjet. Und schneidet euch alle weg. Ihr schwules Brett. Es ist Freitagabend, deswegen darf ich das machen, was ich hier mache. Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. So, Social Network teilen, dass ich hier heftig Beta spiele. Snitches! Ich habe Granaten für euch. Ich mache euch alle hart nieder, ich mache euch alle hart nieder und schieße euch ab, eure Glieder. Ja, auch euren Penis.
willst du, kleiner Schniepi, denn? So, beide Tränke mal rein, damit ich von allen was hab. Da, 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 da. Yay! Einfach da drauf schießen, um es Schaden zuzufügen. Yeah! Generischen Turm zerstört. Ihr Bitch-Pimmel. So, was haben wir noch? Generisch oder gegnerisch? Ich hab das. Der sieht böse aus. Sehr gut. Wow, 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 wow. Okay. Wir sollten uns ein wenig zurückziehen. Wupp, 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 wupp. So, wir verschwinden hier mal in den Gängen und gucken, was wir hier so töten können. Das haben wir nämlich noch gar nicht angeguckt. Und ich glaube, das... die Zeit zählt hoch. Also wir spielen auch schon über eine halbe Stunde mit Lesen und Einführung und Menü. Entschuldigung. Ich darf ins Mikro hüpfen, heute ist Freitag. Nein, tut mir wirklich leid. So. Du wolltest mich tot sehen, ich werde dich tot sehen. Oh Gott, oh Gott. Fuck! Scheiße. So, Rakete auf volle Bauer. Bauer, Bauer, Bauer. Bauer, 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 Bauer. Bauer, 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 Bauer. Kartenshop. Oh, was sagt denn hier unsere Wertung eigentlich? 12, 13, 11, 12, 13. Stehe ich echt ganz oben? Und was heißt PC? Ach, das ist Bots sind. Toll. Ich spiele ja nur mit Bots. Ich habe keine Freunde. So, jetzt habe ich ganz viel mehr Leben. So, und für mehr Schaden reicht es auch nicht. Ah, da unten waren dann so zwei Kartensymbole, oder? Ja. Dafür brauche ich zwei Karten mehr. Und süß ist süß. Enemy Tower destroyed. Oh yeah. Ich komme, Leute, ich komme. Oh, der Kern wird angezeigt. Warum das denn? Ich finde schade, dass man diesen Modus nicht nochmal aktivieren kann. Wenn man nicht einmal angegriffen hat. Wenn man einmal angegriffen hat. Dass das dann wegfällt. Red Rampage. Enemy Harvester under attack. So. Yay! Ich hab wieder was getötet. Ich hab wieder mal was getötet. Ja, läuft gut bei uns. So, einfach mal alle Tränke reinknallen.
Wow, sind das viele. Okay, meine Power wächst. Na, kleiner. Wow. Was hat er denn gemacht, bitte? Let's do it. Granate rein, Granate rein, Granate rein. So. Explosion. Yeah, jeder hart am Posen. Wer ist der arme Mensch da? Wo bin ich? Ach, ich stehe da unten an meinem Dance der Roboter, ne? Wieso steht denn hier 0 bei mir? Was ist denn das hier? Globale Karten-EP eingesammelt. Wie geht denn das? Ah, hier sieht man dann die... Wieso haben die so coole Sachen? Das sieht viel geiler aus als bei mir hier. Klinge von Agora. Alle haben Tränke. Okay. War cool. Fortfahren. Wird geladen. Und mein erster Eindruck von Paragon. Cool. Also ich mag LOL. Ist auch okay. Aber das finde ich cool. Das ist cool. Weil wegen Third-Person-Perspektive und so. Das ist eigentlich... Bewerte die letzte Spielpartie. Bambe. Bitte bewerte, wie ausgeglichen dein Held im Vergleich mit anderen Helden war. Ich glaube, ganz gut soweit. Bitte bewerte die Zusammensetzung deines Teams. Die Mischung von Helden und Rollen in deinem Team. Aber okay. Ich hoffe, es hat euch gefallen, die erste Folge von Paragon mit Facecam. Ich weiß nicht, ob ich das vielleicht auf Dauer beibehalten werde, aber mal schauen. Wenn es gefallen hat, lasst mir ein Däumchen da. Schreibt mir in die Kommentare, welchen Helden wir vielleicht mal spielen sollen. Und eure Meinung zum Spiel auch gerne in die Kommentare. Und ein Däumchen nicht vergessen, wenn es gefallen hat. Abo, wenn wir uns morgen wiedersehen wollen. Ich denke mal an einer weiteren Folge. Bis dahin, alles Gute. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Und haut rein. Bye, bye. Pickel. Da ist ein Pickel. Yeah.